Bam, bam, bam. Wieder schön Eisen, yummy. Scheiße. Im Prinzip brauchen wir nur eine einzige Warze, dann können wir die hier aber planten. Kein Holz mehr? Da. Da brauchen wir eine Warze. Als ob wir davon auch nur eine Warze stehen lassen würden. Quatsch, die nehmen alle mit. Ja. Ja klar, natürlich nehmen wir die alle mit, aber... Eier. Ich meine erstmal für uns brauchen wir erstmal nur eine Warze. Not sure. Da wir schon drei Chicken-Kinder haben. Ja, das ist wichtig. Brauchst du auch für den Enderdrachen. Chicken-Kinder? Ja. Chicken-Kinder, ja. Kam hier denn jetzt raus? Was machst du denn da, Jay? Was baust du denn noch, Jay? Papyrus. Achso, ja, das stimmt, das ist gut. Tutu. Da vorne ist Mr. Creeper. Ja, yeah, Alter, wir haben schon 38 Eisenbarren über. Voll gut. Ach, ich wollte mir doch noch ein Shirt machen. Echt am Überlegen, erkunde ich lieber die Höhle? Und leg mich eventuell mit dem Creeper an oder nicht? Aber ich könnte mir so machen. So dürfte der nicht drüber kommen. Doch, so kommt er da drüber. Dennis, soll ich dir auch direkt wieder mal ein Schwert machen? Ja, sehr gut. Dennis? Ja, bitte. Okay. Haben wir noch 5 Roll. Diamanten über? Ich habe auch noch 2. Hier, das haben wir. Dann tue ich noch ein paar Eisenpickäxte da rein. Boah, gerade den ersten Kampf mit dem Creeper gehabt. Leck mich am Arsch. Hatte ich ja erst ein bisschen Schiss. Gebe ich ja zu. Aber volles Leben. Aber volles Leben. Das ist ja wieder ein halbes Leben weniger. Scheiße, was ist denn da? Ein ganzes. Boah, ich traue mich mal an die Lava dran, da in die Höhle. So. Oder bist du in die Höhle gegangen, Dennis? Ich weiß echt nicht, wo du bist. Warte, bleib nicht mit dem Dreh, ist hier keiner. Doch klar, du bist doch neben mir. Ich bin neben dir. Oh, dadurch bin ich neben dir. Die Höhle, wo ich hier gefunden habe. Ne, bei mir ist ja keine Höhle. Achso, lol, die kleine Höhle mit dem bisschen Lava. Die ist, ich habe gerade extra rechts neben mir eine Wand gebaut. Alter, jetzt eine Fledermaus, hat die mich erschrocken. Alter Vater. Sehr gut. Da ist Lava, Dennis. Ja, ich weiß, ich sehe die auch. Soll ich dich rausholen? Nee, kann ich das selber. Aber du siehst ja nichts. Klar, sicher, also alles safe. Hier ist ein bisschen Eisen. Ein Wasser. Ein großer Gang. Leck mir am Arsch. Wie krass ist das denn bitte? Jetzt nicht wirklich genau unter der Lava sind Rohstoffe. Wo bist du denn da hingekommen? Ach, das ist eine echte Höhle. Das ist ja schon eine echte Höhle hier. Da habe ich halt immer total die Bedenken. Hier ist nicht viel, außer eine Fledermaus. Ein bisschen auf die Eier geht. Kann ich die schlagen? Ja, kann ich. Ha, tot! Wie baut man denn nochmal ein Boot?
Also. Ich glaube, Holz wie eine Schale, oder? Dürfte ich eigentlich im Dunkeln fahren können ohne Probleme, ne? Dann ist hier ist ein Creeper, was machen wir mit dem? Ja, renn weg und bau die Bonds zu. Wie, was machen wir mit dem? Was ist denn für eine Frage? Geht zurück? Warum sollten wir den angreifen? Um ihn zu töten. Ja, und dann? Was hast du davon? Ja, da hinten kann man weiter durch die Höhle. Ja, da kannst du lieber buddeln. Weißt du, so wie hier und auf einmal hast du zack Diamanten direkt nebenan. Echt? Ja. Zwei Stunden dahin. Hammergeil, wie schnell man mit dem Boot unterwegs ist, ey. Deswegen, also ich hab nicht vor, mich irgendwie mit irgendjemandem anzulegen hier. Alles klar, das weißt du. Das hat Lava, die Höhle ist gegessen, ich bin gewonnen. Sobald wir Heiltränke haben, ist das was ganz anderes. Ja, aber die bis dahin. Bis dahin lege ich mich nicht an. So, halt nach oben. Kurz zu essen holen. Ein Skelett. Und eine Spinne. So. Kasse Ozean, Biome, ey. Sinnfreies. Juhu. Versuchst du gerade auf der aufs andere. Ja, ich fahre wie gesagt gerade mit dem Boot, da bist du so schnell, als wenn du rennen würdest. Nein. Und ich versuche halt irgendwie so eine blöde Plains zu finden mit Kühen. Nicht zum Verrecken, nicht. Und im Dunkeln kann ich ohne weiteres mit dem Boot durchs Wasser fahren. Das ist scheißegal, da sind keine Creeper oder sonst was, die mich abschießen können. Stimmt wohl. Ach ja, genau. Jetzt sag ich wieder, warum ich nach oben gekommen bin. Diamantschwert und alles ist da. Ja, die Truhe ist voll mit Holz. Oh, neu. Mhm. Aber kein Holz mehr? Das kann sein, ja. Ist ein Wald. Eisen und Kohle schon gefunden, aber keinen verfickten Diamanten. Echt? Hab ich ja, hast aber echt Pech, ey. Ja. So. Gold nicht mehr gefunden. Ah, Gold habe ich auch noch gefunden, relativ viel, aber sonst. Das ist auch wichtig, das ist gut. Und haben wir jetzt auch sofort einiges. Oh, 28 haben wir davon aus, schon. Oder? Nein, verdammt. Zum Kotzen. Yay, Sumpf. Ja, gib ihm. Gibt's da Sumpfkühe? Was machen wir mit der Sumpfkuh? Na, toll. Die Sumpfkuh will ich ja nicht sehen. So, ab wieder nach unten. Diamantenfarben. 9 Stück liegen dann noch. Ein bisschen welche können wir noch gebrauchen, ne? Wie viel brauchst du für eine Rüstung? 40? 28. 24. 24. Was? 24, ja. Das heißt, das sind ein paar. Wenn wir 9 haben, mal 3, ja, ist schon. Das sind echt ein paar. Egal, ob wir das jetzt machen oder später, spielt keine Rolle. Ich meine, die anderen müssen definitiv auch eine Diamantenrüstung fahren, bevor die da durchgehen. Kann gut sein, ja. Ja, das kann gut sein. Also ohne Spaß, die wären total dumm, wenn die ohne Diamantenrüstung da durchgehen würden. Machen die nicht. Macht der so viel Schaden? Der Drache macht nicht wenig Schaden. Ja, der schießt so Explosionssachen auch ab. Ach so, wie der Wither? Ähnlich, ja. Der Wither, der war nicht übel. Also wenn auch immer Schneeweltkühe zu finden sind, dann gehe ich jetzt hier erstmal durch. Ich meine nämlich das letztes... Was wurde denn hier gefunden? Ich habe den Gang gekreuzt. Also ja, pam.
Eisen. Und weiter geht's durch den Berg. Boah, ist das ätzend, ey. Ich bin mittlerweile bei minus 400, minus 500, minus 700. Das, was du suchst, findest du nicht. Ist immer so. Ja, das stimmt wohl. Leute, jetzt hat sich mein Boot verabschiedet, als ich da rausgegangen bin. Hammer. Ich habe einen riesen Riss gefunden. Kühe. Hammer, nice. Oh, ganz viele Kühe. Und ein Creeper! Okay, da gehe ich nicht hin. Alter, der verfolgt mich, fick dich. Alles klar, die Q-Session ist gestartet. Alter Fatscher. Fällt er da fast auf mich drauf. Mann, wieso sind denn überall, wo coole Sachen sind, Creeper? Weiter geht's. Also man kann sich auch anstellen und die Creeper besiegen, ne? Das ist halt nur gefährlich. Ja, aber das vielleicht auch, aber nicht, ja, aber nicht von, aber nicht von unten gegen den, wenn der fast auf dich drauf springt. Ja, okay, nein. Ach, hier sind ja, brauchen wir Schleimbälle? Nee, ne? Eigentlich nicht. Außer wir wollen mal die Trollen. Part-Situation, 1, 2, 3, 4, 5, ich kann 6 Diamanten sehen und höre links Gegner. Wo, sonst komme ich auch zu dir. In so einem Gang drin. Und Lava ist da. Ich muss mega vorsichtig vorgehen. Bau dich ein bisschen drumherum. Ja, ich bin ich dabei. Wo bist du denn hingegangen? Lol, da sind Wölfe, die gerade Schafe reißen. Ja, du musst jetzt nicht hier hinkommen, Sepp. Ja, sonst kann ich dir helfen. Wie willst du mir in einem Gang breiten Gang helfen? Du kannst mir nicht helfen. Ach so. Ach, du siehst sie vor dir durch den einen kleinen Gang. Ja, ich sehe genau. Ich stehe vor mir, ist ein einmal ein Meter großes Feld. Direkt dahinter ist Lava. Und dahinter wiederum sind 6 Diamanten, die ich rechts sehe. Weil da ist nämlich eine Höhle. Und direkt links höre ich Geräusche von mehreren Gegnern. Ja, das kann ich doch von der Seite auch gucken kommen. Dann snacken wir uns die alle. 6 Diamanten. Dann kannst du lieber alleine weiter. Ich meine, kannst du dich gerne kommen, aber ich. Also, ich habe noch keine Diamanten gefunden. Da kann ich dir besser helfen. Das bringt wahrscheinlich mehr. Ach, da vorne. Das ist einfach nur Pech. Ohne Spaß, mach den nicht weg. Der ist direkt vor die Lava. Ja, klar. Nein. Ich guckte nur nach hinten. Was ist denn da? Ach so, Leute, du bist einfach draufgeklärt und hast da hochgeguckt? Ja. Alter, was bist du denn für ein Motherfucker? Ja, so habe ich vorhin auch den Creeper, hat mich nett angelächelt. Mach ich hier vorne das mal weg. Ohne Spaß, das ist mega gefährlich. Mega gefährlich ist das. Aber davon sind halt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Diamanten. Also wenn da oben ein Skelett ist, nicht, dass ich da trifft, dann ist doch nicht das Gefährliche. Das Problem ist, dass ich da eventuell die Lava schießen könnte. Ich mach mal die Lava einfach. Ich schau mal die Lava einfach zubauen, das ist voll intelligent. So, jetzt kannst du schon mal nicht dagegen fliegen. Jetzt geh ich mal schnell gucken. Du gehst gucken und ich mach hier alles. Ich muss nicht gucken. Ich hab einfach zugebaut. Oder so. Das darf das nicht wahr sein. Was da noch? Klack, klack. Alles zugebaut. Ich kann so viel rumoren, wie sie wollen. Ich hab Eisen noch nicht. Nein, da war nix. Du dumme Fledermaus. Fahr auf, mal gucken, ob's klappt. Yay!